Moin meine Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Diesmal mit Auftrag Nummer 12, Geisterschiff. Gehen Sie auf das Deck und von dort zur Kapitänskajüte. Nice, das ist dann wohl die Piraten-Edition von Devil May Cry. Kugeln können wir uns nicht allzu viele leisten. Ich hole mir aber mal eine gelbe mit. Aber nur eine, denn im letzten Teil sind wir ein bisschen öfter mal gestorben. Ein oder zweimal. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr so viele gelbe Kugeln. Das sind ja die, die wir brauchen, damit wir wiederbelebt werden. Klar, man könnte jetzt auch sagen, hey Jonas, warum machst du das? Das ist doch voll dumm. Wenn du stirbst, kannst du auch den Spielstand wieder laden. Jo, kann ich, aber wenn ich dann am Ende bin keine Ahnung, der Part oder das Level hat 10 Minuten, Viertelstunde gedauert, um durchzuspielen und am Ende bin ich nur noch beim Endboss und muss nur noch den Endboss besiegen, dann habe ich keinen Bock, den ganzen Kram vorne dran on and on zu spielen. Deshalb mache ich es so. Was haben wir noch? Magma-Haken. Laden Sie Energie und lassen Sie dieser in Form eines Magma-Aufwärts Hakens. Klingt, sieht ein bisschen aus wie Aufwärts-Shakens. Freien Lauf. Nee, kein Bock. Das lassen wir mal. Also dann, Geisterschiff, Auftrag beginnen. Oh, Unterwassersteuerung. Was ist denn hier los? Richtungswechsel. Changer de direction. Überprüfen. Sehr gut übersetzt, meine Freunde. Das habt ihr nicht so gut gemacht. Y ist schneller Perspektivenwechsel. B und X überprüfen, was auch immer das heißt. Und A ist schwimmen. RB ist und X. X der B. Was? Wahrscheinlich oder? Naja. Ich fange einfach mal an. Das wird sich bestimmt noch irgendwie ergeben. Ach, das ist so gut, dass man unendlich Munition hat. Dann muss man nämlich nichts. Muss man gar nicht drauf achten. Das ist so schön. Und da ist das Boot. Okay, hier können wir noch ein paar rote Kugeln einsammeln. Komm her. Müssen wir hier über den Haken drüber? Oder reicht's? Oh Gott! Alter, was ist denn hier los? Oh ja, ernst? Oh Gott. Wo? Hä? Was war das gerade? Was war das? Warum schwimme ich in der Ego-Perspektive? Könnt ihr mir das mal erklären? Und dann auch. Also dann ist die Sicht auch noch umgedreht. Also wenn ich nach unten drücke, schwimmt er nach oben. Das glitzert. Teufelsstern. Hä? Oh, das ist doch eine Waffe. Needle Gun. Die einzige Waffe, die unter Wasser eingesetzt werden kann. Okay. Aber ich will auch. Eigentlich will ich gar nicht unter Wasser. Kann ich hier rein? Da ist so ein krasses X. Also ich bin jetzt oben. Es ist zugesperrt, hier steht etwas geschrieben. Ich bin das Schiff, das die wandelnden Seelen zum Abgrund der Unterwelt befördert. Beschütze das Schiff und du wirst mit dem Elmsfeuer belohnt. Oh, und da haben wir schon wieder einen Gegner. Und den kennen wir doch.
So, nur mit dem Unterschied, dass er jetzt nicht so schwer war. Weil... Warum, Freunde? Weil wir Platz hatten. Platz bedeutet immer auch mehr... Ja, mehr Platz eben. Mehr Platz für Angriffe. Beziehungsweise für... Naja, wisst schon. Für Angriffe. Muss ja eigentlich reichen als Erklärung. So. Nein, das war nicht so schön. Hallo? Oh Gott. Suchen wir es nochmal. Okay, ernsthaft? Für das kleine Ding da. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob da auch noch was ist. Ja, nix. War ja irgendwie klar. Können wir mal gucken, ob wir hier noch nach oben können. Aha, hier haben wir auch so ein Türmchen. Ja, cool. Da ist auch noch eine. Diesmal ein bisschen größere. Da auch, ja, und da unten ist auch noch eine, aber ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Die war noch ganz praktisch. Auch noch einer. Ernsthaft. Wie groß ist das Schiff denn bitte? Aber da müssten jetzt aber auch ganz große sein. Hier haben wir zumindest mal eine. Gibt es auf der anderen Seite auch eine? Jawoll, sehr schön. Gut, da ist nichts mehr. So, jetzt sind wir mal am Ende des Schiffs angekommen, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder nach unten. Ins Wasser. Denn hier oben ist nichts mehr. Und wenn wir das Schiff beschützen müssen, kann man ja davon ausgehen, dass wir erstmal alle Gegner besiegen müssen. Aliens, ey. Bei denen kriege ich echt immer ein gutes Ranking. Aber ich weiß gar nicht, warum. Naja, so. Wir müssen jetzt erstmal hier... Waffe. Pistole. Needle Gun. Die... Ach so. Habe ich die schon... Wird die automatisch genommen dann? Wahrscheinlich, oder? Denke ich mal. Ja. Ah, okay. Ist also wohl platt. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Hier vielleicht? Also das war jetzt irgendwie schwach. Das ist einfach nur der eine Gegner da. Da war hier oben ja mehr los. Wolltest du was zu trinken haben hier unten? Ich glaube schon.
War bestimmt durstig und wollte sich stärken. Gibt's hier, hier geht's nicht rein, oder? Nö. Gehen wir mal nochmal nach oben. Vielleicht gibt's hier... Nee, immer noch nicht, oder? Also... Doch? Ah ja, jetzt geht's. Komisch. Ah, da ist der Vogel wieder. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal gegen den kämpfen, aber diesmal auf dem Schiff. Das heißt, wir haben hier wieder ein bisschen weniger Platz. Und das bedeutet... blöd. Wow, Alter, was war das denn? Hä? Aber woher? Ja, das ist echt mies. Alter, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Was sollen diese Laserdinger eigentlich? Tja, also, keine Ahnung. Da bin ich echt ein bisschen überfragt. Na gut, okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ich stelle mal die Waffen um. Den Teufelswaffen, denke ich mir, komme ich mit Alistair wohl ein bisschen besser voran. So, wo ist das Vögelchen? Wo ist es? Kann ich skippen? Komm, ich skipp das. Okay. Müssen wir jetzt mal gucken. Also, das ist auf jeden Fall blöd, dieses Dings. So viel steht schon mal fest. Alter, das ist echt mies.
Okay. So. Taugt das was? Also ich krieg irgendwie mehr Energie, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Also. Wo ist der blöde Vogel jetzt? Ah, ist er tot? Super. Ja, keine Ahnung. Leute, ich kann euch nicht mal wirklich erklären, wie ich das gemacht habe. Also das war echt ganz großer Hurz. Das war echt bescheuert. Egal, wir gehen mal wieder unter Deck. Wow, Auftrag erfüllt. Ja, knapp 19 Minuten haben wir gebraucht. Ja, ich würde jetzt sagen, war nicht unbedingt das beste Level bisher. Aber naja. Wir haben es gepackt. Das ist die Hauptsache. Und jetzt speichern wir. So, und damit beenden wir auch den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar oder ein Abo da oder ein Like oder alle drei. Wäre mega nice. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.